Servus Leute und willkommen zurück zu Industrial Manager Future Technology. So, im letzten Part haben wir nachher ganz kurz unterbrechen müssen. Halt, nein, der letzte Part ist ganz normal aufgelaufen, aber die Aufnahmesession habe ich ganz kurz unterbrechen müssen, da ich vergessen habe, Videos hochzuladen. Euch wird das gar nicht auffallen, weil dieses Part, jetzt habe ich mal ausgerechnet, schon am 27.12., halt schon nach Weihnachten kommt. Nur die Frage ist jetzt, wo bin ich stehen geblieben? Das ist jetzt das sechste, das waren die Interaktiven. Das siebte schaut auch schon ganz gut aus. Ah, na, Blödsinn. Falsche Richtung. Sieben. Das bedeutet, ich weiß noch, dass ich da das fertig gemacht habe. Genau, so. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Bei sechs war das Armband. Das bedeutet, bei sieben kommt der biometrische Schmuck hinein. Titan, Gold, Lithium, Nanobatterien und nanofortischen Dingern. So. Bergbau, Gold. Titan, dann haben wir Elektro, die Nanobatterie, nein, da muss ich Elektro 2 alles gehen, Elektro 2, die Nanophosphatischen und die Nanobatterien und irgendwas war es noch, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ganz genau, Lithium war es, so, und das Ganze nachher noch Bergbau und Lithium und dann liefern wir das Ganze natürlich in das fertig 6 Lager. Passt. So, Anzahl noch aktivieren. 76 Stück. Und somit sind wir auch fertig hier mit den ganzen. Das wird produziert. Und können somit zum nächsten übergehen. Nummer 8. Nämlich den Formwandel. Was? Formwandeln Schmuck. Okay, cool. Titan, Silber, Platin, Nano, 3D und Memory Storen. So. Fertig 6, mal der formwandelnde Schmuck, dann haben wir Elektro 3D, dann haben wir Elektro die Memory Storen, ich weiß nicht was für eine Batterie wir gehabt haben, wir haben bei Bergbau gehabt noch Titan, glaube ich, wow, scheiße, so nochmal kurz in den Titan, Silber, Platin, Nanobatterien sind noch. So, Platin und Silber, Platin ist hier und die andere Sache ist bei Elektro 2, wenn ich das jetzt finde, Elektro 2, die Nanobatterien. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Sachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so was fehlt jetzt? Ah, Silber, das war's noch. Ich habe gewusst, irgendwas ist noch. Weil ich auch da hinten hingegangen bin, wegen Silber 2, so und dann müssen wir noch das Ganze liefern, das passt schon, so, dann schalten wir mal die Produktion an und ich hoffe, dass das Ganze auch läuft, normalerweise schon, ja, perfekt, alles vorrätig, so, wie schaut's aus, 3% Wachstum, so wie immer, halt wir haben kontinuierliches Wachstum, kann ganz normal weitergehen, so, wir gehen aufs 9. hinüber, nämlich jetzt die Sonnenbrille. Da brauchen wir Aluminium, Carbonfaser und carbonverstärktes Glas. Ich glaube, das carbonverstärkte Glas haben wir noch nicht. Werden wir aber gleich überprüfen. So, wir brauchen auf jeden Fall einmal Aluminium. Wir brauchen Glas. Carbonverstärktes Glas habe ich sogar. Und dann war das, ist das müsste das Chemie sein, oder? Carbonfaser, Kunststoff war es aber nicht. Oh ja, Carbonfaser Kunststoff. Wäre doch das Richtige gewesen. Gut, und das Ganze natürlich wieder in das Fertigprodukt des 6 Lager. So, Anzahl noch erhöhen. 1300 Stück. 20 Arbeiter. Und die Produktion läuft. So, gehen wir zum 10. über. Die Uhr. Carbonfaser, Graphen, Glasfaser, Carbonfaser, Textil habe ich sicher nicht, da bin ich mir sicher, Graphenbatterie und 3D, da ist jetzt einiges. Deswegen fangen wir gleich mal mit dem Elektro an, da haben wir den 3D. Dann brauchen wir fertig 6, da gehen wir die Uhr hinein. Dann brauchen wir Elektro 2, soweit ich weiß, die Nanobatterien, waren das jetzt Nanobatterien? Ich glaube schon. Nein, Graphenbatterien, shit. Das bedeutet, wir müssen da in Elektro 1 und die Graphenbatterien hinein. So, das andere habe ich mir schon wieder nicht mehr gemerkt. Carbon, Graphen und Glasfaser. Carbon, Glas, Glasfaser,
Das andere ist Chemie, Carbonfaser, Kunststoff und Graphen ist Metall, wenn ich nicht täusche. Na, 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 Metall. So, 1, 2, 3, 4, 5 Produkte. Wie viel haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt brauchen wir noch die Carbonfaser Textil. Weil ich glaube nicht, dass ich die habe im Textil schon Lager drinnen. Textil? Nein. Das bedeutet, wir brauchen eine neue Produktionsstätte für Textilfabrik. Müssen wir nur schauen, wo wir mal gleich ein bisschen platzsparend. Ja, das haben wir gleich einmal da rein. Sollte sich vielleicht da so ausgehen. Genau, perfekt. Da kommt gleich einmal das nächste hinein. Sibyl. Ah, Forschung dürfen wir nicht vergessen. Shit. So, den haben wir fertig. Den haben wir fertig. Den haben wir. Ja, da sind wir gerade dabei. So, mal so reingeforscht. So, zack, mal das Ganze verbessern. Und wenn wir alles erzeugt haben, müssen wir natürlich wieder überprüfen, ob unsere Produkte noch genug erzeugen. So, scheiße, jetzt habe ich nicht nachgeschaut, was ich da alles brauche. Ich brauche Graphit, Hanf, Polymer und Chemikalien. So, Chemie. Ich brauche Chemikalien, dann brauche ich Chemie, Polymer, dann brauche ich Graphit und dann brauche ich noch aus dem Farmlager den Hanf. Perfekt. Das Ganze liefern wir natürlich ins Textilienlager hinein. Das fertige Textil. So. Anzahl noch erhöhen. Bestätigen. Zack. Forschung sind schon zwei fertig worden. Haben wir gleich da mal das zweite rein, ist egal. So, gehen wir wieder da runter. Wir waren jetzt beim. Waren wir schon beim letzten, aber da waren wir. So, und da brauchen wir noch die. Die wird geliefert, Anzahl noch erhöhen, 1500 Stück bestätigen und die müsste produziert werden. Gut, läuft auch. Das bedeutet, wir kommen jetzt zum letzten Produkt in dieser Reihe, nämlich den Körpermodifikator. Und da brauchen wir zwei neue Produkte auf jeden Fall. Wir brauchen Silber, Latex, Nanobatterie und Nanoprozessor. So, wir brauchen mal Elektro. Nope. Wir brauchen beides aus der Elektro 2. Na, wo ist denn der Elektro 2 wieder? So, wir brauchen das Elektro 2. Wir brauchen aus der Farm den Latex. Wir liefern das Ganze in Fertigprojekt 6 hinein. Und was brauchen wir noch? Jetzt war ich noch verwirrt. So, Silber kann ich noch hinein und dann brauchen wir die zwei Sachen, die müssen wir jetzt erzeugen. So, Bergbau. Bergbau 2 Silber und wir brauchen jetzt, da schauen wir aber am besten danach, nämlich wir sind beim Juwelier. Accessoires. Das ist einmal eine Tierfarm und einmal eine Farm. Das machen wir gleich dort oben hin. So drehen wir uns wieder gerade. Eine Tierfarm. Das gefällt mir da nicht. Die haben wir jetzt da unten gehabt. Irgendwo gehen uns schon wieder die Rohstoffe aus teilweise. Und dann brauchen wir noch eine Farm. Zack. Schauen wir kurz einmal da hinein in die Briefe. Ich weiß nicht, warum ich die Gimp-Karten nicht machen kann. Das verstehe ich nicht ganz. Ich habe genug vorrätig, hundertprozentig. Warum das so ist, verstehe ich nicht ganz. So, gleich mal verbessern das Ganze. Und wir brauchen da die organischen Zellkultur. Maximale Produktion anwerfen. Wieso kann ich dann nur 35 arbeiten? Okay, ist Maximum. So, das ist jetzt die Farm. Organische Zellkultur, das wird geliefert. Und da kommt jetzt nachher noch das Ganze auch wieder verbessert. Wir müssen schauen, ob wir irgendwann die Aktien kaufen können. Ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen. So, und da brauchen wir die Aminosäurenzellkultur. Auch wieder Produktion anwerfen. 820 Stück, perfekt. Die Meldungen klicke ich alle weiter. Das interessiert kein Schwein. So ungefähr zumindest mich nicht. So, das läuft auch.
Und jetzt kommen wir da zu den letzten Dings, wo wir noch hinzufügen müssen. Einmal die Tierfarm, das Produkt, und einmal die Farm, das Produkt. Produktion anwerfen, 1111 Stück. Wird geliefert, müsste produziert werden. Gut, schaut's aus. So, das bedeutet, der Juwelier ist somit auch fertig. Und wir werden wieder in den Städten die Sachen reingeben. 11 Stück ist einiges. Da gibt es aber noch ein bisschen was in Fertigprodukte. 5. Und dann müssten es 9 Produkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 bei den anderen. Schauen wir uns das mal an. Halt 3 auf Etage 3. Dass das nochmal so fertig ist. Da könnte jetzt sein, dass der Preis ziemlich hoch geht. Halt, dass wir um einiges mehr verdienen. Genau, 3 sind es noch. So, Nummer 3. Schaut, dass ich da jetzt nicht gleich auswählen kann, maximal verbessern. Sondern dass ich jedes Mal klicken muss. Ah, oh, das stört mich. Ist jetzt halt so. Mit Lehmer. So, 3. Das bedeutet, wir können 7 Produkte jetzt noch in das Lager hineingeben. Und wenn wir das haben, ist das nächste Lager auch schon voll. So. Nummer 2. Warenlage 5 mal entleeren. Warenlage 6. Weil ich wüsste gar nicht, was ich mit den ganzen Waren machen soll, wenn ich die jetzt nicht produziere. Irgendwo gehen wir, glaube ich, Rohstoffe aus. Kann möglich sein. Weil da hat es mir zumindest irgendwann einmal Warnung ganz kurz angezeigt. Aber das soll jetzt nicht so das Problem sein. So, und dann sind wir schon im Dreier. 105. Meldung schon. So. Na, 7 kann ich nicht ins Lager mehr geben. Da war ich jetzt falsch. Da war ich jetzt ein bisschen falsch, da habe ich mich vertan jetzt geredet. Weil es sind ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eines kann ich noch in das Lager geben. Eines kann ich noch ins 6er Lager geben und dann ist das auch schon wieder voll. Ich habe jetzt 7 gerechnet, weil ich nur 3 Stück drinnen sozusagen für das nächste Ebene gehabt habe. Aber das ist ja der verkehrte Welt. Halt, eines kommt noch in das 6er Lager. Das bedeutet, wir brauchen für die nächste Produktkategorie auf jeden Fall auch schon ein neues Lager. Weil wir werden ein Produkt einfach bauen dort und dann die restlichen erst nachher in das nächste Lager geben. So, jetzt müssen wir wieder bestätigen, das Ganze vergrößern. Weil die Kohle haben wir ja. Ich bin wirklich gespannt, ob sich's ausgeht, dass wir alle Produkte im Turm unterbringen. Weil ich produziere jetzt nachher ja doch alle. So, 2 müssen wir noch machen. Weil ich bin wirklich gespannt, ob sich das ausgeht. Ich glaube nämlich nicht, weil Autos sind ein Haufen. Naja, da gibt es keine Produkte mehr. Fertig 6. Wir sind noch immer bei 2,1 Millionen. Wieso steigt das gerade nicht? Das verstehe ich nicht. Entweder sind die Produkte alle sozusagen, wollen nicht gekauft werden, beziehungsweise wir haben zu wenig Rohstoffe von allen, dass jetzt die komplette Produktion in die niedergegangen ist und keine Stück wirklich produziert werden, weil das könnte schon möglich sein, dass Graphit oder sowas jetzt zu wenig wird. Ah, das werden wir sich gleich anschauen, wenn wir hier fertig sind. Ist ja nur mehr das letzte, die letzte Verkaufsstelle. Und dann haben wir das auch geschafft. Schöne Klickarbeit. Finde ich, das ist das, was ich muss ehrlich sagen, könnte man schöner machen, einfach mit automatisiert oder sowas. Ein paar Klicks, also man kann ja trotzdem noch immer einzeln auswählen, aber dass man einfach sagen kann, ja, du alle Produkte, was im Lager sind, zack, hineingeben oder so irgendwas, so ein bisschen automatisiert. Wir haben jetzt 59 geöffnete Geschäfte, die anderen haben noch schon 69, 85, die produzieren, keine Ahnung, wie die da auf die Anzahl kommen. Keinen Plan so ganz genau. Wir steigen noch immer gewaltig mehr als die anderen, haben aber auch, die anderen, die können nichts ausgeben. Deswegen wollen die auch ihre Aktien nicht verkaufen.
Ist ein bisschen schade, ich weiß nicht, wie ich die vom Markt so mit verdrängen kann. Wahrscheinlich gar nicht. Ich müsste sozusagen ein Gebiet wieder verkaufen, dass die das kaufen können und dann Aktien abgeben. Wir könnten das ausprobieren, ob das funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass es funktioniert. So, fünftes fertig und wir schauen mal in das genau da hinein. Genau, uns fehlt Silber, uns fehlt Graphit, uns fehlt Eisen. Die anderen Produkte. Uns fehlt Wolle. Leder schaut noch ganz gut aus. Die anderen Sachen schauen nicht so schlecht aus, glaube ich. Ja, das bedeutet, wir brauchen unbedingt jetzt das Silber, wir brauchen Eisen und wir brauchen Graphit. Das bedeutet, wir gehen mal in eines hinein. Schauen jetzt alle durch, da hat man Graphit. Das bedeutet, da ist auch am sinnvollsten. Dann brauchen wir eine Mine mit Graphit. Warte, da ist so wenig Platz schon. So, Graphit. Machen wir gleich eine zweite Graphitmine, da tun wir nicht lang herum. Das wird sowieso zu wenig sonst sein. Wie ich das kenne, das Spiel schon. So, die zwei machen wir jetzt noch, die Minen, und dann ist es schon für heute. No. Schon wieder vorbei. Na, jetzt will es gerade nicht so richtig, das Spiel. Es leckt gerade ein bisschen herum, kommt mir so vor. So, Graphit. 1000 Einheiten, das Ganze in das Bergbau Nummer 1. So, und dann haben wir hier noch Graphit. Dann machen wir jetzt kurz mal die Zwischenproduktion. Da muss ich zwar noch einmal jetzt tun, weil ich da noch nicht abgegradet habe. So, weil jetzt kann ich dann noch einmal aufstocken, bestätigen und das Ganze natürlich wieder in das Bergbau 1. So, liebe Leute, und wie unsere andere Bestand ausschaut, schauen wir sich im nächsten Part einfach weiter an und danach geht es schon wieder mit großen Schritten zum nächsten Produktkette. Wahrscheinlich Nahrung oder so irgendwas oder Medizin oder sowas. Mal schauen. Aber das Ganze seht ihr dann im nächsten Part, wenn es weitergeht bei Industry Manager Future Technology. Bis dann. Tschüss.